Okay. Sind wir wieder hier. Der Kubus beschützt mich. Ey, warum? Der Begleiterkubus nicht spricht. Ich verstehe nicht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Ich bin ja auch nur blöd. Was zum Henker? Der Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass der andere dagegen schießt. Ich muss eigentlich nur mal kurz hier und dann. Das Einzige, was ich brauche. Ja, steht ja schon ziemlich richtig hier. Ich muss da oben stehen, oder? Ah. Wie kriegen wir es auf, dass wir beide... Der Stief fliegt ja direkt durch mich durch. Das wäre nicht so gut. Ja. Schnell weg hier. Was würden wir dich da drauf stellen? Wenn du durch hier schnell drauf. Jetzt. Getroffen? Scheinbar nicht. Das ist natürlich blöd. Der Begleiterkubus nicht spricht. Ach, leck mich doch. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Und das Ganze nochmal von vorn. Es muss doch irgendeinen Weg geben, das abzukürzen. Wir denn wir haben ja zwar keine zwei Kubusse. Wie soll das klappen? Da schießt er jetzt rein. Da muss er ja lang. Ach du Scheiße. Vielleicht kann man so lenken. Gefährlich. Okay, wie? Wir haben hier auch keine Wand, wo die... brandgefährlich, das Ding jetzt öffnen, während er da durch ist. Die sollen mal so schnell. Das ist doch hier eine Todesfalle. Okay, da haben wir die durchbekommen. So, ganz schnell den Knopf darauf und dann... Das wird doch nix. Das wird klappen. Wenn wir eine vertikale Wand hätten, die wir nutzen könnten. Puh. Das wäre was. Muss hier erstmal als Dings, dass der Raum dort steht. Drum bleibt liegen. So ganz schnell rüber hier. Noch wie zum Heck. Muss der Blitz schnell reagieren. Vielleicht können wir noch vorbeileiten hier. Ist nur ein bisschen brandgefährlich. Der hält nicht so lange durch. Was mit der Idee? Es ist idiotisch, sich da am Weg zu stellen. Ah, getroffen. Fantastisch. Das war der Weg. Ja, das muss der Weg gewesen sein. Okay. Ich nehme den Kubus mit. Der Kubus kommt mit. Dafür wird es bestimmt ein Kubus. Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Nö, ich will nicht. Ich schmeiß mich selber rein. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Trotzdem nicht. Ich geh selber. Ciao. Kann der Kubus durchlaufen. Der Begleiterkubus war bisher ein treuer Kumpel. Okay, wenigstens 10 Checkpoints. Der selber gegen Gegner, also geht also nicht. Tja, Satz mit X. Ja. So geht's auch. Du musst irgendwie retten. Ich will nicht. Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Nö, ich verbrenne den nicht. Nix da. Wir finden den Weg, wie wir hier durchkommen. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Ich würde so dazwischen klemmen. Das gilt. Kann man nicht einen anderen Kubus kriegen? Der Begleiterkubus war bisher ein treuer Kumpan, kann Sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er Sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Das glaube ich nicht.